Hallo, ich wollte nur kurz hier auch bei eurer Beachparty teilnehmen. Komme ich da irgendwann mal hoch? Komme ich da irgendwann mal hoch? Ich kann nicht Auto fahren, wie es aussieht. So, da kommen wir auch nicht hoch. Ja, wir fahren auch wieder parallel am Strand. Das ist schon in Ordnung. Da kommen wir doch hoch, oder? Da kommen wir nicht hoch. Gut. Übers Wasser kommen wir auch nicht. Joa. Wie kommen wir da jeweils wieder nach oben? Hierdurch vielleicht. Hierdurch. Das sieht gut aus. Da kommen wir wieder nach oben. So, die Leute sind auch nicht mehr böse auf uns. Glaube ich. Wenn sie böse auf uns sind, dann haben sie zwar einen Grund dazu, aber es wäre ja trotzdem irgendwie ätzend. So. Jetzt fahren wir erstmal hier schön 7 Kilometer Hubbelst. Oh. Warum habe ich so das Gefühl, ich mache das Auto kaputt? Aber irgendwie fährt es schneller, wenn es leichter ist. So traurig wie es ist. Ich meine, es ist ja noch einigermaßen in Schuss. Es fährt ja noch, es ist ja nur die Karosserie ein bisschen verbogen, aber alles, was sonst da ist, geht eigentlich noch. So, was ist das eigentlich für ein schönes Teil hier? Jemand da? Darf ich mir das auch ganz bestimmt snacken? Weil das fährt hier, glaube ich, ein bisschen optimaler. Das hupt nicht da mal. Ist er sauber. So. Ja. Kollege, brauchst nicht so lange zum Zünden. Wunderbar. Sound Elektro. Nee, ist schon richtig. Mit Motor unter der Haube. Wunderbar. Aber ich glaube, hiermit kommen wir da ganz gut durch. Ich weiß eben nicht, wie viel wir hier so durch die Canyons fahren müssen gerade. Aber es ist auf jeden Fall komplett was anderes, dass wir durch die Canyons fahren. Das haben wir sonst ja noch nie so gehabt. Normalerweise sind wir ja hier bloß. Oh. Gut in der Luft kippeln, das ist natürlich super. Normalerweise haben wir immer bloß hier ganz normalen Straßen gehabt und so ein bisschen hier raus zu Trevor. Da war es auch nicht so wirklich Pech, aber hier fahren wir uns natürlich komplett durch den Canyon. Das ist cool. So, da oben ist noch. Ah! Aber geil, dass. Oh. Vorliegende Ereignisse wirklich auch Auswirkungen auf die Spielwelt haben. Da oben ist jetzt also wirklich der entgleiste Zug. Das ist beruhigend. Also zum einen natürlich beruhigend und zum anderen finde ich es irgendwie cool. Boah, die Schlaglöcher ist auch super hier einfach bloß. So. Das ist echt cool gemacht, muss ich sagen. Ich war zwar noch nicht hier und ich weiß nicht, ob das vorher schon so ausgesehen hat, aber ich glaube mal nicht. Das ist jetzt echt von uns. Sauber gemacht, liebe Leute. Wirklich sauber gemacht. Daumen nach oben dafür. Detailtreue und so. Also, dass das nicht nur hier temporäre Änderung ist, sondern wirklich komplett Änderung in der Spielwelt. Das finde ich echt doch riesengroßes Lob dafür. So, und ich fahre wie gesenkte Sau, aber liegt an der Tatsache, dass ich einfach, ja, dass ich einfach zum einen nicht fahren kann und dass ich zum anderen gerne zügigst ankommen würde. Nur eigentlich, oh. Mit die Leute mit ihren Fahrrädern abklatschzeug da, ey. Oh, ich war im Wald, da habe ich ein Reh gesehen. Ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Juh, läuft. Also fährt. Ich fahre schon gut. Doch. Nehmen wir die mit. I'm lost. Can you give me a ride home, Kommt drauf please? An, wo du Sure wohnst. thing. I love hitchhikers. I live out at Catfish View, Mount Gordo, by the lighthouse. It's very isolated. Am I glad you came along? I was out hiking and got lost. I've been trying to flag down a car for over an hour. Why didn't you just call someone to come pick you up? I couldn't get a signal on my cell. And I don't really have anyone to call. Not since Mama passed. She was very hard on me. But how I loved her. I have her hair in my backpack. Okay. What? The days get long out at that house all alone. I don't get many visitors anymore. The gardener used to come on Fridays till he got real sick and fell off that cliff. Yes. Folk. Well, you know how they like to talk. But now, it's just me. Living on soup. Soup I make from old soup. Soup after soup after soup. Das ist beruhigend. I have to get out of there sometimes and clear my head. Those damn birds. Always singing, no matter how many times I poison them. Bird soup. Soup with bird. Birds with soup. Every night I think I found peace, but then morning comes and with it another fresh hell. Sie hat keinen Schaden. Nein, sie hat keinen Schaden. They're still singing, taunting me. No. The house hasn't been the same since Mama passed. Most days, I just work on my project so I can be rich and have all the gentleman callers I want, like a real lady sipping on tea on a porch. Lucky you know? Mess.
I love working with rubber, burning it, tasting it. Tasting it ist etwas zweideutig, ein bisschen. Floppy cloth ears, are you listening? You've got shoes, you've got feet. Am I right? I'm not gonna say you're wrong. But what about shoes that look like feet? You mean toe shoes? Yes, shoes that look like feet. That's what I just said. Shoes that look like feet. Shoes that look like feet. Feet that have shoes on them that are feet. Because, you know, you can buy those already. No, you can't, Mr. Silly Pants. How can you buy them already if I haven't made them already? Dummy dum-dums. I like you. You're silly. The gardener was silly. He got sick. Folk talk. You sure you're okay? Are you okay? Because this guy who picked me up the other week wasn't okay. He choked to death on his own hand. Yeah, okay, it's official. You're crazy. Nur ein bisschen. Crazy Maisie sitting on a daisy. Well, what are you gonna do? Spank me? Shave me? Lock me in the cellar with a spider called Molly Foster? Dress me up as a boy and make me drink through a little pink straw? Because you can. Mama oftentimes. Don't pick your scars. Stop eating soil. Where's your pony, little girl? I'm Johnny now. The pony's dead. I hate you. I love you. Will you be my daddy? And this is why you don't pick up hitchhikers. Yep. Okay, I'm fine. Focus on the sunshine. Go to the garden. Pick them pretty flowers. I'm sorry. I didn't mean nothing. I get so anxious ever since Mama took Blanky away and burned him. You seem like such a nice man. Have you ever drunk a mint julep? Why do I always go and ruin everything? Just like I did with that litter of puppies. I'll just be quiet. Yeah. Maybe that's a good idea. Aber dass Travers irgendwie nicht versucht hat, mit dir irgendwie in irgendeiner Form, keine Ahnung, was anzufangen, finde ich durchaus interessant. Also einmal hier abliefern. This is it. Thank you. Here's my number. Will you call me sometime? Ursula. I get so lonely out here all by myself. I love you. Sie ist einsam. If you know what I mean. Ich meine, ernsthaft jetzt. Kann ich die jetzt direkt anrufen? Ursula. Ich meine, das ist ja irgendwie, also... Bullshit. Sie telefoniert doch gar nicht. Spielfehler, Spielfehler. Ach Quatsch. Ist natürlich so gemacht, dass man also nicht sofort wieder anruft. Das ist schon, kann ich schon verstehen, aber. Ja, ich fand das nur etwas unlogisch, das würde ich gerade mal so darstellen. Und immer schön gegen die Sonne fahren, liebe Kinder. Es ist gut für die Augen. Liebe Kinder, die das jetzt play nicht schauen dürfen. So, jetzt haben wir das oft genug gesagt. Warum lenkt das Auto nicht? Warum lenkt das Auto nicht? Ich verstehe das nicht. Einmal nach links. Einmal nach links. Wunderbärchen. Können wir irgendwie Licht machen oder so? Ich glaube, das Licht ist kaputt. Ja, das Licht ist... Oh. Gut, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Yep. Reifen kaputt ins Fahrer. So, und die letzten paar Meter sollte das funktionieren. Ich hätte mir noch dein Auto borgen können. Sowas ist ehrlich, wenn wir die jetzt anrufen. Hallo? Okay. Ich glaube, ich sollte das mal probieren, weil ich glaube, die beiden, da könnte sich also durchaus was entwickeln, so. Vielleicht können wir hier mal... Tun wir es einfach weg hier, so. Nur mit der Faust in der Hand, genau. So, gute Idee. Kann mich hier auch als Anhalter mitnehmen. Es ist sogar nicht mehr so weit. Warum ist jetzt alles auf den letzten paar Meter auch noch kaputt fahren? Und der Straßenbelag ändert sich. Wird immer schön seriöser und so. Wisst ihr Bescheid, sieht doch wirklich so aus. Jo, ich warte auf den Moment, in dem das Auto einfach in die Luft fliegt. Aber dieser Moment ist anscheinend noch nicht gekommen. Wir kommen noch weiter vorwärts. Und hier... Okay, Los Santos ist das nicht mehr, aber... Alles versinkt in einem... Naja, was ist das? In einem Nebel und... Woher kommt das Auto? Also es wird mir schon verdächtig vorkommen, weil von da vorne sollte eigentlich nicht unbedingt was kommen. So, eigentlich. Warum wurde die Mission unterbrochen? Ich bin extra hierher gefahren. Warum? Warum?
Ich bin extra dahergefahren. Hast du gesehen? Hab die Anhalterin mitgenommen. Jetzt können wir aber hier vielleicht mal, damit es sich auch gelohnt hat, ne? Ursula. Clear your schedule. I'm horny. I can't right now. I have a little problem I need to bury. Okay, schade aber auch. Oh Mann, das ist jetzt überätzend gerade. Sagen wir, wechseln mal auf Franklin, der hat nochmal andere Sachen zu tun. So, Franklin, da, Kollege, weißt du Bescheid? Hui, ach, so weit ist er gar nicht weg. Agent Steve Haynes, man. Wohin ist er denn auf dem... Okay, auch nach hier. Heißt, mit ihm kann ich auch diese Mission starten, das ist beruhigend. Gut, dann machen wir das eben auf diese Art und Weise. Wenn das Spiel das anders nicht möchte, dann... Frank mit der Zeitkontrolle, was? Bist du mal 5 Minuten investieren für ein langes... Was? Eine E-Mail, oder? Nicht während der Fahrt und so, wisst ihr Bescheid. So, okay. Ja, bla 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 bla, Besuche, schlag mich tot, ist mir Wurst. Ich möchte keinen Hyperlink anklicken, liebe Damen und Herren. Ich möchte gerne einfach diese Mission starten, ohne dass ich sie... Warum? Warum wurde diese Mission unterbrochen? Trevor, wo bist du? Auch hier. Und warum zur Hölle wurde diese Mission unterbrochen? Hey T, that's so weird, man, bumping into you here. Ain't me and you meant to be somewhere? I'm just on the way. I guess I'm drinking alone. Danke, liebes Spiel, dass du mich nicht diese Mission spielen lässt, obwohl ich sie gerne spielen würde. Wenn ich jetzt zu Franklin wechsle, ist er doch bestimmt wieder da. Och, Manu. Gibt's hier irgendwas Schönes? Kann ich jetzt die Tuppes anrufen? Ich rufe die so oft an, bis da irgendwas funktioniert. You're ready to get freaky? Now isn't a good time. I've been binging on soil again. Warum nicht? Wann soll ich sie denn dann anrufen? Jemand da? Och Mann, ist das deprimierend. Franklin, altes Haus. Wie wär's, wenn ich mal zu dir wächst? Was soll das überhaupt, Spiel? Was willst du von mir, Franklin? Bist du jetzt eigentlich immer noch auf dem Weg hier, oder? Ja. Schön. Super. Wenn ich jetzt mal hier zurückfahre, müsste doch irgendwie... Ich meine, warum unterbricht er die Mission dauernd? Wahrscheinlich, weil ich mich einen Zentimeter wieder davon wegbewege oder sowas. Wie komme ich dahin, ohne dass ich irgendwie was kaputt mache? So direkt darunter, direkt drauf zufahren? Das ist eine gute Idee. Das sieht gut aus. Jetzt können wir da hinlaufen. Hallo? Und weh, die Mission ist schon wieder unterbrochen. Dann klatscht Wasser, aber kein Beifall, ne? Jetzt sieht's gut aus. Hey, diese Mission unterbrochen finde ich voll schäbig. Hey, what's up? Michael war wohl gerade noch nicht da. Trevor nur. Affige Angelegenheit. Okay. How you doing? Man, I was wondering, have you heard from your family? Yeah, sure. No, that's a lie. I haven't heard a fucking thing. Damn, that's fucked up, man. Yeah, well, not gonna matter. We're all gonna be dead about a half hour anyway. What's going on, ladies? Hello, Trevor. What kept you? Business, Michael, business. All right? I'm the CEO of a big international corporation. It's yep. Very time consuming. Genau. Nothing, of course, you'd understand being a gentleman of leisure. Oh. You know, Franklin, if there's one thing that you're gonna learn from being around us, please, just fucking insanity. Then they can't fry you. If you want something done, go to the busy man. This rich fuck is useless. Hold on, man. Could y'all knock that shit off? Oh, look! Fucker. Boys, your boys, it's the feds. Hey, where's the other three? What other three? We told you to bring along six. This is a six-man job. No, you didn't. Dave did. No, Dave didn't. You said you'd do it. That is a frickin' lie. I do not get things wrong. Ich mach keine Fehler. We're out of here. Fuck it. Let's go. You three can do it alone. And I fuck you. You do your own dirty work. Hey, I do my dirty work every day, keeping the country safe from scum like you. And you're doing a great job, sir. Hey, you want this job done? Then come with us, huh? Come on, Mr. Leisureware, Mr. Depressed Accountant.
Let's go save America! Who the fuck are we saving it from this time? This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in International Affairs, you know, the agency, and they're using this facility to make a serious nerve toxin. Bullshit! Yeah, which they plan in their mind-blowing insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. So let me get this straight then. No, there is no getting it straight. That's the point. Now we're doing this. You two are on getaway. Fuck off and make it happen. Michael, you're with us. What size flipper you wear? Ich weiß ja nicht, inwiefern er weniger korrupt wirkt als der Rest, den er so beschreibt, aber naja. Black Screen. Agent Norton. Been a while since you were in the field. The sight of you in neoprene is something we save for our worst enemies. Shut up, I'll be fine. And you, get in. You're driving. Muss das so dunkel sein? The facility's a few clicks south of us. Muss das immer so dunkel sein? Oh Mann. Wenn die Nacht bricht doch gerade erst an, es wird doch viel dunkler. Und ich sehe absolut keinen einzigen Felsen. No wisecracks, got it? No fucking cliches. We're fighting for the freedom of the people today. Don't lecture me on patriotism. You've been living outside the system too long. Social responsibilities? Oh. Stop! A joke to you. So maybe I redeem myself, get killed in the process, huh? That old bullshit. No one is dying on my watch. Not even the burnout bank robber with temper issues and nothing to live for. A hero's death is too good for you. You'll die in the ignominy you deserve. Oh, thank God. Fate shall carry me safe. So, wo müssen wir immer hin? Hier. This is the bay. We can get in through the discharge tunnel. Durch was für ein Ding? Ach man, jetzt haben wir noch so komische Lichtdinger. Ist ja super. Also ich glaube, das muss auch wieder nachts stattfinden. Ach man, ich hier dunkel. So, auch mit rein hier. So. Wer bin ich überhaupt? Michael? Ganz bestimmt nicht. Wer bin ich denn? Ich weiß nicht, wer ich bin, aber es ist auch egal. So. Ah, ich muss... Okay, ich verstehe. Schiff drücken und hinterher schwimmen. Ey, die sieht jetzt aber auch klasse gemacht. So. Da vorne sind sie. Die sind so weit weg. Ich bin so weit hinten. So, wo müssen wir denn genau hin? Ach cool, das sind so Teile zum Draufstehen. Leute, ihr seid weiter unten. Ah, da seid ihr. Hallo? Doch nicht weiter unten. Jetzt aber. Da ist ein Gitter, Tatsache. Take the Oxyhydro Cutter to the grate.